Bedenken der Bevölkerung nicht ernst. Ja, genau so sieht es aus und das ist ja das Problematische dran. Was nützt es, wenn ich mich dagegen ausspreche, aber ich sehe, meine Vertreterinnen und Vertreter argumentieren nicht so. Das finde ich sehr schwierig. Immer treibst du mich zurück und das aus guten Gründen. Eine Ewigkeit ist schon vergangen, ohne dich zu finden. Stetig suchte ich nach dir, egal was in der Nähe lag. Wurde angefasst und geografisch abgegrast. Mühen wurden nie gescheut, ja, das war's mir wert. Und wenn es da nach mir geht, kommt da noch viel mehr. Denn lange ist es her, dass wir beide uns begegneten. Denn immerhin wurden wir in verschiedenen Gegenden, wuchsen anders auf, egal was sie uns predigen. Denn umgangssprachlich nennt man es die Ironie der Lebenden. Silhouetten, leere Körper, alles nur Fassade. Oder tragen sie nach außen, was sie eigentlich nicht haben? Ständig diese Fragen, die sie sicher nicht verraten. Ausgewählte Neuigkeiten, Politik schlägt auf den Magen. Alter, was sie sagen, sollte uns egal sein. Trotz Toleranz und Wahlschein kann es hier schon hart sein. Silhouetten, leere Körper, alles nur Fassade. Ausgewählte Neuigkeiten. Wir haben immer alles gegeben. Ihr Verarschungssachsystem. Ich seh die Hässlichkeit der Stadt, wenn ich krankgeschrieben bin. Such die guten Dinge, frag mich, wo sie abgeblieben sind. Und was dabei nicht stimmt, ich seh nur noch verschwommen. Wir haben immer alles gegeben, aber nie was bekommen. Egal wie häufig wir versuchten, eure Arbeit zu verstehen. Ihr verarscht uns nach System. Und das ist das Problem, eine Frage, die mich quält und gleichzeitig verwirrt. Wie ist es nur zu wissen, dass man diese Welt zerstört, ohne einen Gedanken zu verschwenden, wie es einmal wird? Macht ihr weiter, weil es einfach niemanden stört. Diese Welt ist gestört und Menschen leben nur im Trott, werden kontrolliert von Problemen bei den Jobs und sie beten nach zu Gott. Doch wer uns helfen kann, sind wir. Falsche Feinde im Visier, auf die Echten konzentrieren, große Mächte boykottieren, auf die Scheißen dirigieren, um das letzte Stückchen Hoffnung niemals zu verlieren. Silhouetten, leere Körper, alles nur Fassade. Ausgewählte Neuigkeiten. Wir haben immer